To the disbeliever! Und der geht mir langsam auf den Zeiger. Wow. Schöne Falle. Whatever you like. Dachte ich mir fast, dass hier dran noch was ist. Pergament und... Es scheint, dass Made eine Stimme in ihrem Körper hört. Ah. Eine Identifizieren-Rolle. Was steht denn hier? Die folgende Notizen sind fast unleserlich. In fast unleserlicher Handschrift gekritzelt. Für ihn, in Baals Namen, ich werde nicht zerbrechen, ich werde ihn immer in mir tragen, immer, immer, immer. Sie wurde geschickt, um mich zu prüfen. Ich reihe sie auf. Der Fürst des Mordens liebt Ordnung. Er wird zurückkommen, das weiß ich. Und dann wird er sehen, wie treu ich ihm geblieben bin. Dann werde ich Arcana quälen, so wie sie mich gequält hat. Ich werde ihre die Augen rausreißen, sie rösten und sie ihr nacheinander zum Fraß vorwerfen. Und dann lasse ich sie ihr nachwachsen. Und dann soll sie sie noch einmal fressen und wieder und wieder und wieder. Der Kopf tut mir so weh. Ich spüre, wie mir jemand in der Dunkelheit zuflüstert. Ist das Baal? Ist mein Herz zurück? Die Stimme sagt mir, dass mein Leiden bald ein Ende hat. Arcanas Herrschaft hier ist vorbei. Es muss der Fürst des Mordens sein. Ich höre die Stimme so leise... Und mein Kopf. Ja, Notiz kopiert. You need whatever you like. Hier sind viele Kultistenwächter drin. Ha, sword first. But I shall. Yes, right. Hier sind echt viele Kultistenwächter drin. Trouble? Let's talk more fight! What can it be now? Die Hohepriesterin ist schon seit Tagen nicht mehr rausgekommen. Was treibt sie da nur im Ritualraum? Let's talk more fight! Ja, wie ihr wünscht. Dann lassen wir die Kultisten doch einfach mal da drin. Yes. Whatever you like. Tja, okay. Die sieht interessant aus. Ich weiß nicht, wie ihr so weit geschafft habt, aber eure Reise und euer Leben endet hier. Gebt mir den Schlüsselschein aus Brückenfort und es muss nicht noch jemand sterben. Auch ohne Tote habt ihr schon mehr als genug Probleme. Können wir nicht darüber reden? Ich suche nach einem Schlüsselstein. Vielleicht habt ihr ihn gesehen. Kühne Worte, verleiht ihren Taten auch Bedeutung. Nehmen wir mal die 1. Unsere Hohepriesterin besitzt den Stein, den ihr sucht, aber ihr werdet es nie zu ihr schaffen. Weil sie sich eingeschlossen hat, das habe ich jedenfalls gehört. Was genau geschieht hier? Dessen wäre ich mir nicht so sicher. Hört sich so an, als wäre sie verrückt und sollte leicht zu besiegen sein. Das werden wir sehen. Jetzt sterbt. Nehmen wir die 2. Die Stimme im Dunkeln ist nur Geflüster unseres verrückten Gottes. Das muss es sein. Zirik spricht zu unseren Priestern und was auch immer sie hinter den rituellen Türen macht, bringt seinen finsteren Plan weiter. Wachen verteidigt mich. Wie kann ich helfen? Ich werde mich an den Priester umkümmern. Oh, Furcht. Können wir nochmal laden? Ja, können wir. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Also gut, dann werden wir uns erstmal buffen. Mit deinem Furchtbannen. Ja? Habe ich den alten Kettenzauber noch? Ja, den habe ich sogar noch. Wie kann ich helfen? Dann Schild. Verschwimmen. Doppelgänger. Schwimmen. Yes, I will. Worum geht es? Da die nämlich etwas stärker aussieht. More.
So. Ihr braucht nur zu fragen. Worum geht es diesmal? So, die Wachen haben irgendwie keine Lust. Okay, und sie hat sich in ein Heiligtum verzogen. Ja? Dass sie sich hier gerade hochheilt, ist unschön. Tot ist sie jetzt trotzdem. Zellenschlüssel und Ritualraumschlüssel. Plattentanzer plus 1. Zweihänder plus 1. Stab der Himmel. Schlüssel. Wie kann ich helfen? Dieses Wandgemälde des Drachen in seinem Todeskampf ist mit der Zeit verblasst. Goldene Flecken sind alles, was von der ursprünglichen Farbe des Drachen übrig geblieben ist. Die grauen Schatten und kreideweiße Hervorhebungen des freigelegten Farbeuntergrunds verschaffen ihm eine düstere, gespenstische Atmosphäre. Nur zu fragen. Arcanas Tagebuch und Ciatas Tagebuch. Worum geht es diesmal? Ich konnte einen Weg in die Ritualkammer finden, um herauszufinden, was mit der Hohenpriesterin Arcana geschehen ist. Was steht hier so drin? Dieses Tagebuch beschreibt hauptsächlich Details zum Betreiben eines Tempels mit Ausnahme des letzten Eintrages, dessen Datum das gestrige ist. Arcana ist seit Tagen nicht mehr aus dem Ritualraum gekommen. Ich höre seltsame Geräusche von drin. Sie sagte, dass es ein uraltes Ritual sei, das lange dauern könnte, aber es dauert schon zu lange. Ich gebe ihr noch einen Tag, bevor ich die Türe aufschließen und einfach hineingehen werde. Diese Einträge aus Arcanas Tagebuch erregen deine Aufmerksamkeit. TZ 1360. Wir haben den Tempel des Fürsten des Mordes erobert. Wir haben viele von Baals Geistlichen getötet. Einige sind geflohen, aber ich konnte mir eine ganz besondere Trophäe sichern. Die Hohepriesterin Mardell. Ich habe sie eingesperrt und überlege noch, was für glorreiche Dinge ich mit ihr tun könnte. Gelobt sein Cyrik, fürchte die dunkle Sonne. Ich entschloss mich erneut, Mardell nicht zu opfern. Ich habe zu viele Freude an ihrem Wahnsinn. Stattdessen entferne ich ihre Augen und röste sie in einer Feuerschale als Opfergabe meinen Herrn Cyrik. Danach aß ich sie. Ihr rauchiges, mit Blasen übersiedeltes Gelee war ein herrlicher Genuss. Git. Das erbärmliche Weib schreit weiter nach ihrem toten Gott. Ich habe ihren Kopf mit Geschichten über Cyriks Aufstieg gefüllt und sie glaubt nun, dass mein Herr über das ganze verdunkelte Land herrscht, was er eines Tages auch tun wird. Meine Mardell und ich haben eine angenehme Routine. Ich besuche sie alle 10 Tage, mal mehr, mal weniger. Ein oder zweimal habe ich sie vergessen. Da hat sie die Ratten und Echsen gegessen, die eigentlich ihre eigenen Opfergaben an Baal waren. Dann spinne ich meine Geschichten von Cyriks Überlegenheit weiter, bis sie völlig rasend wird. Letzte Woche ist sie sogar zuckend und röchelnd zusammengebrochen. Ich habe ihr dabei zugesehen und ließ ihren eigenen Körper entscheiden, ob er leben oder sterben will. Der neueste Eintrag ist auf letzte Woche datiert. Letzte Nacht hatte ich wieder Kopfschmerzen. Ich habe merkwürdige Träume von Dunkelheit und Wasser. Schickt der Prinz der Lügen sie mir? Ich weiß es nicht. Meine Gedanken sind völlig durcheinander. Ich befürchte, dass etwas nicht stimmt. Die beiden Bücher können den immer vollen Beutel. So. Ja? Wie ihr wünscht. Ihre tollen Wachen haben ihr auch nicht geholfen.
Yes. Patch, patch. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. You're all right. You want both side first. Done and done. Hm? Worum geht es dies? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Dost Orn. Yes, dear. What? Na gut, dann töten wir hier zum alle. I'll have you dead. Take it like a champ. Another try I shall give. And whatever thy wills. You deserve no mercy. A wizard's might. Curses! Yeah? Another try I shall give. Zahar! Ihr braucht nur zu fragen. So, da waren ein paar Heiltränke und sogar Unsichtbarkeitstränke dazwischen. Verfeile. Tonia. Nothing good comes out of a place like this. Wie kann ich helfen? Pfeile plus 1. Your actions are as ill-judged as they are incomprehensible. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Death to the disbeliever! So, der ist immer noch mad. Was ist mit denen da oben? Oh ja, die hassen mich jetzt auch. So, ich wusste doch, dass da noch einer war. So. Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Sieht so aus, als wäre dann das die Ritualkammer, aber befreien wir erstmal Gefangene. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ah, das bin Thank too long you. Come see my Uncle Karm at the Crusade Camp. I'm sure he'll want to reward you for your good deeds. Danke, kommt we'll ins Lager des... Right now. Danke, kommt in das Lager des Kreuzzugs zu meinem Onkel Karm. Er wird dich für eure Taten reich belohnen. Wir gehen jetzt zurück. Ich muss ins Kreuzlitterlager zurückkehren. Ich muss ins Konzentrator zurückkehren, um zu berichten, dass ich die vermisste Patrouille befreit habe. Ich konnte einen Weg in die Ritualkammer finden. Mhm. Amulett, das ist im Koalitionslager. Mein gestohlenes Vermögen. Skis großer Plan. Das ist der Aufstieg, Sarivox. Wo war das andere? Sarivox Geheimnis, genau. Das müsste der Tempel hier sogar sein. Worum geht, wie ihr wünscht. Jetzt muss ich mich aber noch um die Hohepriesterin hier kümmern und dann gucken, was ich mit ihr hier anstelle. Oh, hi. Monsters! They're killing us! Run! Ich muss den Leiter des Tempels finden, wenn ich herausfinden will, was hier vorgeht. Mhm. Hells, I missed.
true. I'll recover. Bleed for Shaw. And here. Yeah? Da ist der Neotelit. Worum geht es? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern.